Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es darum, die SRS mal auf einer Zuhause-Strecke mal eine Runde zu fahren und einfach mal den Verbrauch mit dem Vorgängermodell der Zero SR 13.0 zu vergleichen. Wie immer nehme ich euch gerne mit und wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem traumhaften Wetter. Die Strecke, die ich jetzt mit euch fahren werde, die habe ich schon zwei, drei Mal gefahren. Einmal auch schon mit der SRS. Allerdings war es dann dort draußen noch deutlich kühler. Das heißt, wir hatten also um die 9 Grad. Ich hatte hinten noch die Koffer mit dran. Das war nochmal so ein bisschen mehr windunschnittiger, wenn man das so bezeichnen möchte. 9 Grad. Heute haben wir 21 Grad gerade jetzt. Und ich habe die Koffer mal abgemacht, einfach mal um zu schauen, wie sich das auswirkt. Der Akku ist voll, dann geht's jetzt los. Neben der Temperatur und den Koffern habe ich auch noch eine Änderung vorgenommen bei den Fahrprofilen. Ich habe mir jetzt mal eins selber gebastelt. Ich habe beim Auto sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, das Auto ja rollen zu lassen. Das heißt also, die Rekuperation rauszunehmen. Habe ich jetzt auch mal gemacht in der Zero App, die man da nehmen kann. Die Rekuperation ist jetzt komplett raus und ich habe jetzt am Bremshebel praktisch die 100% Rekuperation. Das heißt also, wenn ich den Bremshebel antippe, dann rekuperiert sie erstmal sehr stark und ganz zum Schluss bremst dann wirklich erst die Bremse. Dadurch kann ich jetzt schön lange rollen hoffentlich und spare auch nochmal die ein oder andere Kilowattstunde oder Wattstunde. Die Strecke hat rund 120, 130 Kilometer. Ich werde heute mal einen ganz kleinen Umweg nochmal fahren und bis dato war das so, dass bei der Zero SR 13.0 irgendwie noch knapp 25, 30 Kilometer Rest dann drin waren. Das heißt also um die 125 Kilometer gefahren, 30 Kilometer Rest kommt auf 150 in etwa. Von der Strecke her bin ich jetzt nördlich von Berlin raus, Pankow. Gerade fahre ich durch Bernau. Von der Geschwindigkeit her fahre ich halt in der Stadt immer so um die 50, 60. Und über Land dann 100 Kilometer pro Stunde, vielleicht auch mal 110. Das ist halt vergleichbar. Das habe ich mit der SR 13.0 auch gemacht und auch die erste Strecke mit der hier habe ich das so gehandhabt. Das ist in etwa, wenn ich es jetzt schätzen müsste, vielleicht ein bisschen mehr als zwei Drittel, was über Land ist und ein Drittel, was so durch die Städte geht. Wobei die Städte ja bloß immer ein paar hundert Meter lang sind. Nachher dann Richtung Eberswalde weiter gibt es dann kaum noch Ortschaften, wirklich bloß noch ganz kleine. In Eberswalde angekommen, gibt es dann noch einen kleinen Schlenker Richtung Schiffshebewerk Niederfino. Das kennen vielleicht viele von euch sogar. Da mache ich nochmal ein, zwei Fotos. Und dann geht es zurück nach Bad Freienwalde. Und von Bad Freienwalde dann über Arnsfelde, Marzahn, Weißensee, Pankow dann wieder zurück. Die ersten 50 Kilometer, 51 Kilometer sind geschafft. Wir sind jetzt hier in Eberswalde. Ich finde es eine ziemlich schöne Stadt, nicht so hoch gebaut, noch ziemlich viel alter Kram, der hier so rumsteht, so alte Steine, stehen ja Frauen ganz gerne drauf. Hier in der Stadt gibt es einen Oberleitungsbus, einen elektrischen, das finde ich ziemlich lustig, also weil man ja hier natürlich keine Schienen sieht, weil es hier keine Straßenbahn gibt und oben lang laufen hier auf beiden Straßenseiten, vielleicht seht das, die Stromleitung. Und das ist eine tolle Sache, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen, vielleicht sehen wir auch gleich nochmal einen. Also sehr leise, sehr sauber die ganze Geschichte. Und irgendwie mal was Besonderes. Also hat nicht jede Stadt, finde ich ziemlich lustig. Ansonsten ist mir aufgefallen, gerade bei den letzten Strecken, dass die Zero, anders als die SR 13.0, die Reichweite des Öfteren schneller mal korrigiert. Also sprich, vorhin Überland stand irgendwie 126 Kilometer Restreichweite, dann irgendwie ein, zwei Kilometer durch die Stadt reingefahren, waren es auf einmal dann 132, also er passt das relativ schnell an. Als ich aus der Stadt raus bin, aus Berlin,
ging ja die Reichweite natürlich erstmal so ein bisschen runter. Mittlerweile hat sie sich, glaube ich, gut eingependelt. Wir haben jetzt also noch knapp 135 Kilometer Rest und 50 gefahren. Macht nachher einen theoretischen Wert von 185. Das ist schon eine Hausnummer, ja. Der Akku hat 14,4 Kilowattstunden. Nutzbar sind, glaube ich, 12,5. Und ja, finde ich völlig okay. Also ich finde es eine sehr schöne Größe. Gewichtsmäßig, preismäßig, reichweitenmäßig, ladungsmäßig finde ich es ziemlich stimmig. Also meinetwegen muss der Akku nicht viel größer sein. Klar, ich bin irgendwie lieber jemand, der mehr Ladegeschwindigkeit, eine höhere Ladegeschwindigkeit hat, als unbedingt jetzt einen größeren Akku. Und wenn ich nachher dann mit dem 12 kW Lader die Zero in, weiß nicht, 55 Minuten wieder voll habe, dann geht es weiter zu den nächsten 160, 170 Kilometern und das finde ich total cool. Ich freue mich schon auf die Ostsee-Tour, wo ich euch dann auch mitnehmen werde. Allerdings werde ich vorher wahrscheinlich noch ein paar Kilometerchen mit der hier fahren, einfach um so ein bisschen Eindruck zu finden und mich dran zu gewöhnen. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie der Kanal heißt. Am Ende dessen, da hinten sieht man schon das Schiffshebewerk. Da fahren wir jetzt gleich mal hin. Es ist schon fast ein bisschen unheimlich, wie sich die Zero zirkeln lässt. Also ich brauche hier wirklich nur ganz kleine Impulse geben und schon liegen die 210, 215 Kilo sich in die Kurve und ziehen da rein. Das ist unglaublich. Ich bin am Anfang jetzt noch ein bisschen vorsichtig, weil die Reifen auch noch relativ neu sind. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Man muss natürlich nicht immer der Schnellste sein und auch nicht der Beste. Aber der Weg ist das Ziel. Und so handhabe ich das bis jetzt die letzten paar Kilometer und bin auch immer gut und sicher ans Ziel gekommen. So, hier vorne seht ihr jetzt mal ein bisschen was zur Geschichte. Ein neues Schiffshebewerk. Das wurde, ja, weiß nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit angefangen zu bauen, direkt neben dem anderen. Ich vermute mal, weil einfach die Kapazitäten nicht mehr ausgereicht haben. Oder, da müsste man sich vielleicht nochmal belesen, weil das andere halt schon unheimlich alt war. Und ja, sich vielleicht nicht mehr gelohnt hat, das neu zu machen. Ja, da oben, da sind wir vorhin gerade lang gefahren, da ist sozusagen der Kanal, der da oben endet. Die Schiffe fahren hier rein. So wie ich das gesehen habe, sind das meistens irgendwelche Fahrgastschiffe, die lassen sich dann runterfahren und dann geht es hier unten im Grunde auf dem Plateau weiter. Das ging jetzt auch die letzten paar Kilometer hier richtig gut bergab, das macht auch richtig viel Spaß. Und ich weiß schon, auf der anderen Seite geht es dann wieder hinauf, das macht auch ziemlich viel Freude. Es riecht hier unheimlich nach Beton und Wasser. Also was hier verbaut wird, das ist schon echt crazy. Hier ist das alte. Optisch finde ich es wesentlich schöner. Also sehr viel Stahl, sehr viele Nieten. Jo. Ich bin jetzt einfach mal hinter das Schiffshebewerk gefahren. Hier darf man eigentlich gar nicht hin mit Motorrad oder mit Auto irgendwo an Bewohner. Hier stand ich schon vor ein paar Jahren mit der Zero SR, als ich sie relativ neu hatte. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild finde. Das muss irgendwie, ich glaube, 2017 gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Wie die Zeit verrennt und jetzt steht sie hier, die brandneue Zero SAS. Ich glaube, damals war dieses zweite Schiffshebewerk noch gar nicht da. Da gab es wirklich nur die linke Seite. Muss ich mal raussuchen, blende ich euch mal ein. Weiter geht's nach Bad Freienwalde. Jetzt haben wir 62%. Wir werden dann in Bad Freienwalde nach knapp um die 80 Kilometer die 50% Marke knacken. Da habe ich einen Punkt, den ich auch schon öfter mal angefahren habe und lustigerweise war immer genau dieser Punkt, wo dann diese 50% waren. Mal sehen, jetzt bin ich echt gespannt, ob wir mit der SRS einfach ein Stückchen weiterkommen. Hier unten ist jetzt dieses Oder-Plateau, glaube ich, also da, wo der Fluss jetzt langläuft. Und wir müssen jetzt hier vorne gleich hinter dem Ort ordentlich gleich berghoch fahren. Ich war mal im Herbst hier, da war hier unten alles voller Nebel und dann ein paar Meter oben noch weiter nach oben kam dann die Sonne wieder raus. Das war also in dem Tal hier wirklich alles komplett voll mit Nebel. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung, wie ich jetzt gerade wieder zurückdenken muss. Ja, man merkt Corona-Zeiten. Normalerweise wäre jetzt hier viel, viel mehr los. Die Restaurants da vorne, wo ich gerade lang gefahren bin, wären offen gewesen. Hier wären wahrscheinlich schätzungsweise mindestens 70 bis 80 Motorräder, die hier rumstehen. Ich habe jetzt zwar auf den Wegen sehr viele gesehen, aber keiner hält so richtig an, weil es sich natürlich nicht lohnt, wenn man da nicht mal irgendwie was trinken kann oder eine Bockwurst essen kann. Also auch hier Corona. Ja, schade. Aber so wie es aussieht, ist es ja bald vorüber und überstanden. Ach, herrlich. Könnte ich jeden Abend so eine Runde machen. Vor uns liegt Bad Freienwalde.
wem das jetzt nicht sagt, man muss hier durch, wenn man nach Polen will, glaube ich, wenn man Zigaretten haben möchte. Und es gibt hier die am dichtesten nah an Berlin seiende Skischanze. Die zeige ich euch gleich nochmal, auch wenn ihr es nicht glauben werdet, dieser Ort hat eine Skischanze. Da ist sie. Darum sieht man das kleine Stück. Dahinter scheint ziemlich bergab zu gehen. Und hier kann man richtig Skispringen lernen. Ja, ich glaube, das geht im Winter und das müsste aber auch, soweit ich weiß, im Frühjahr, Sommer gehen. Da ist so eine Art Gras irgendwie raufgelegt. Nördlichste Sprungschanze Deutschlands. Da steht es. Dieses Projekt, EU, bla bla. Bad Freienwalde. Ja, denkt man nicht, aber ist so. Da vorne sieht man mal die Skischanze. Kurz dahinter, hier an diesem Sendemast, habe ich bis jetzt mit der Zero SER 13.0 und auch mit dieser jetzt hier die 50% geknackt. Ja, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Auch jetzt sind es im Grunde 51%. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiterfahre, dann würde es wahrscheinlich umschlagen. Also die 50% standen hier sonst immer. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dann hier rechts, was ihr da vielleicht sehen tut, wo jetzt, ja, sehen tut, ist jetzt nicht so grammatikalisch richtig, aber ja, ich bin heute schon arbeiten gewesen und ein bisschen Motorrad gefahren. Insofern möge man mir das verzeihen. Ich bin jetzt gefahren 85 Kilometer und habe noch eine Restreichweite von 101. Bei der SR 13.0 war das so, dass da schon im Grunde dann auch 85 oder 84 stand. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild finde. Das heißt also rein rechnerisch, bis jetzt liegen 20 Kilometer mehr am Akku, im Akku. Mal sehen, ich bin mal gespannt. Jetzt kommt noch eine Strecke, die ziemlich schnell davonstatten geht, also wo ich über Land ziemlich viel fahre. Ob das dann noch runter geht, ja, da bin ich echt gespannt drauf. So Leute, ich bin aufgrund des genialen Wetters und dieser genialen Maschine noch ein paar Kilometer mehr gefahren, um euch nochmal ein richtig schönes Schlussbild zu geben. Hier das Fazit, ja, also ich habe ja diese Strecke bzw. diesen Mix aus Überland und Stadtfahrt mit der Zero SR schon mal gemacht. Da bin ich im Endeffekt um die 150, 155 Kilometer weit gekommen. Und die gleiche Strecke bin ich jetzt auch nochmal gefahren, bin jetzt im Grunde nur nicht zu Hause rangefahren, sondern einfach nochmal ein bisschen weiter in die Stadt hinein, in die Stadtmitte. Auf dem Display haben wir jetzt noch 18%. Restreichweite beträgt 42 Kilometer und gefahrene Kilometer sind 144. Das heißt also, ich würde mit der Zero SRS jetzt im Grunde, oh Gott, Kopfrechner, 186 Kilometer weit kommen. Das finde ich ist schon irgendwie echt eine Hausnummer mit so einem Zweidrittel-Mix Überland, ein Drittel Stadt. Das ist schon echt eine Hausnummer. Ja, ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt wirklich nur Überland fährt, dass es dann so um die 160, 165 Kilometer sein werden. Das werde ich aber auch nochmal austesten. Aber man fährt ja grundsätzlich auch mal irgendwie durch ein Dorf oder eine Ortschaft und dann sammelt sich das auch nochmal ein bisschen mehr zusammen. Ja, also ich bin mehr als zufrieden. Das ist wesentlich mehr, als ich erhofft hatte. Ich hatte vielleicht gedacht, dass sie 5, 6, 7 Kilometer weiterkommt. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das von den Temperaturen her sich anders verhält oder ob jetzt die Software einfach nochmal eine andere ist, die Zero da verbaut hat. Also ich glaube, dass da weniger genutzt wird vom Akku, einfach um den Akku zu schonen. Davon bin ich, glaube ich, überzeugt. Das war bei der SR, glaube ich, anders. Da konnte ich wirklich bis komplett runterfahren. Hier sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Aber wie auch immer, die Zero SRS kommt weiter, macht mehr Spaß. Ich bin total entspannt. Das Fahrwerk ist ziemlich genial. Und die Reichweite, der Reichweitentest, um die es hier jetzt heute ging, wurde also erfolgreich abgeschlossen. In diesem Sinne wieder mal sehr vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert den Kanal am besten, dass wir endlich mal über diese 1000 Abonnenten kommen. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann alsbald wieder mit der Zero SRS. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß, ciao, ciao.